Armut, harte Arbeit und schlechte Wohnverhältnisse sind nur einige der Themen des Künstlers Heinrich Zille. Sämtliche Werke des Fotografen und Malers beziehen sich auf die Phase der Industrialisierung, einer Zeit des technischen und wirtschaftlichen Fortschritts. Das Besondere an der Ausstellung ist, dass Zeichnungen und Fotografien im Vergleich betrachtet werden können. Ganz schön ist zu sehen in diesem Verhältnis von Zeichnungen und Fotografien, wie Zille zum Teil einen anderen Bildbegriff in der Fotografie entwickelt hat. Der ist natürlich sehr viel präziser, der hat sehr viel mehr Realistisches, wenn Sie so wollen, als die Zeichnungen. Auf der anderen Seite haben die Fotografien auch so ein bisschen was Skizzenhaftes, sagen wir, wie die Zeichnungen, die ein bisschen von den Fotografien abgeleitet sind, eben auch. Es gibt nicht viele Ausstellungen, es gab auch nie viele Ausstellungen, die die Zeichnungen und die Fotografien miteinander verknüpft haben. Und uns schien es interessant, mal so beide Aspekte zu beleuchten. Neben den stehenden Bildern werden auch bewegte gezeigt. Die Filme stammen aus den 20er Jahren und sind wahre Raritäten. Und auch hier ist das Thema Arbeit immer wieder zu sehen. Zille zu Beginn des 20. Jahrhunderts spricht von prekären Arbeitsbedingungen, prekären Lebensverhältnissen, also Armut, Alkoholismus und dergleichen mehr. Natürlich gibt es eine Zivilisationsgeschichte und Politikgeschichte der letzten 100 Jahre und es hat sich viel getan. Nichtsdestotrotz, unsere Gesellschaft heute ist ja keineswegs so prosperierend und großartig, dass wir nicht prekäre Arbeitsbedingungen, schlechte Bildungschancen und all das heutzutage wieder haben. Die Ausstellung heißt Im Hinterhof im Vorderhaus und ist derzeit im Dieselkraftwerk zu besichtigen. Wer die Ausstellung jedoch komplett genießen möchte, sollte mindestens 18 Jahre alt sein. Denn eine Treppe höher wird es etwas unanständiger.